Das ist heute mal großes Improvisationstheater im Kulturhaus zu Gotha, weil hier ist das Avant Art Festival und die Organisatoren dafür sind der Thüringer Theaterverband und ich suche den Matthias Bayer, den Geschäftsführer. Mal schauen, ob ich ihn finde. Matthias? Schönen guten Abend. Ich grüße dich. Das ist doch ein paar Jährchen her, dass du hier auch mal Chef gewesen bist. Ja, also ich kenne Gotha. Ich komme quasi hierher. Zum wievielten Mal findet jetzt dieses Festival statt? Also in dieser Form als Landesverband zum vierten Mal, aber wir haben es in Gotha schon dreimal davor veranstaltet. Darüber wollen wir dann miteinander noch etwas länger reden. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu den Proben. Format. Heute im Studio eine Person. Guten Tag. Land. Rücktritt eines Menschen ist überfällig. Ist ein Mensch noch tragbar, weil er sich in etwas eingemischt hat? Ein anderer Mensch glaubt, er sei nicht zu halten. Region. Exekutive eines Staates setzt Räumung fort. Nach den Auseinandersetzungen an einem Wochentag sei es zu einer Tageszeit ruhig geblieben. Wetter bringt noch einmal Jahreszeit zurück. Ach, Informationen. Konstantin, ihr seid einer von den 5 Beiträgen, die eingereicht sind für den Theaterpreis. Ja. Bitte erzähl doch mal, worum geht's in eurem Stück? Worum geht's in unserem Stück? Es geht um junge Menschen, 5 Stück jetzt an der Zahl, eigentlich waren es 6, die sich mit allem, was irgendwie Gesellschaft betrifft, über ein Jahr lang sehr intensiv beschäftigt haben, daraus Texte generiert haben und Szenen gebaut haben. Es gibt Lecture-Performances, es gibt verschiedenste Szenen, sage ich jetzt mal. Und die Würde des Menschen ist zentraler Gegenstand. So. In der Bewerbung stand drin, dass das ganze Ensemble die Idee dazu gehabt hat. Wie kann man sich das vorstellen? Also viele Köche verderben den Brei. Wie funktioniert es beim Theatermachen? Genau anders, würde ich sagen. Also viele Köche machen den Brei erst süß oder bunt oder wie auch immer. Also in der Arbeit, wie eigentlich auch in vielen anderen Arbeiten, sind die Teilnehmer zu 100% eigentlich beteiligt an den Inhalten, die transportiert werden. Da kommt von uns sehr, sehr wenig. Wir provozieren eher sozusagen. Und die machen das fast alles ganz allein. Also die Texte, die man da hört, haben sie selber geschrieben. Die Szenen sind im Prinzip auch immer aus den eigenen Angeboten, die sie anbieten, auf einer Probe sozusagen erarbeitet. Und und auch in dem generellen Prozess des Was, wie wird dieses Stück am Ende aussehen, was wollen wir machen, sind sie immer beteiligt. Wie lange braucht man dann als Regisseur, wenn das so eine sehr kreative Zusammenarbeit ist, da den roten Faden reinzubringen? Denn Avant Art, Avantgarde, das ist ein schönes Spiel, muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass es nicht trotzdem einen roten Faden gibt, der durch das Stück geht. Wie schaffst du das als Regisseur? In dem Fall gab es irgendwann einen Punkt, an dem wir feststellten, okay, wir haben jetzt sehr, sehr viel Material angeschafft und dieses Material sind, wenn man die jetzt aneinander reihen würde, ist das ein Abend, der 9 Stunden dauert. Das ist zu viel für einen Abend. Deswegen haben wir dann das getrittelt und haben 3 Abende draus gemacht. Und diese 3 Abende sind jetzt 2,5 Stunden lang. Ihr seid jetzt mit dem Stück hier in der Bewerbung um den Theaterpreis. Ja. Kann man es denn anschließend dann nochmal sehen hier in Gotha? Ja, man kann es nochmal sehen. Wir spielen es noch 2-mal, am 2. und am 3. November. Da spielen wir es auch ab. Das ist die letzte Chance. Ich habe ja nichts gegen Männer. Aber wenn ich einen noch mal erklären muss, was abseits ist, dann platzt mir der Kragen! Ich habe nichts gegen Einheimische, aber irgendwann ist auch mal Schluss! Also ich habe ja nichts gegen Weiße, aber müssen die alle gleich aussehen? Ich habe ja nichts gegen Heterosexuelle, aber dass die heiraten dürfen! Ja! Ich habe ja nichts gegen das Universum, aber das kann doch nicht alles sein! Ja. Matthias, mal wieder zurück an der eigentlichen Wirkungsstätte in Gotha. Wie fühlt man sich da? Also ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann und es ist auch wirklich schön, mit dem alten Team und teilweise auch neuen Team hier wieder zusammenarbeiten zu können. Du bist jetzt seit 8 Jahren der Geschäftsführer vom Thüringer Theaterverband. Erzähl doch bitte mal, was schafft der Thüringer Theaterverband in diesem Land? Ja, wir sind vor allen Dingen ein Netzwerk, also ein Netzwerk von freien Theaterschaffenden, sowohl der professionellen als auch der nicht professionellen Theaterszene.
Und unsere Hauptaufgabe ist, neben gelegentlichem Ausrichten von größeren Festivals, die Lobbyarbeit, die kulturpolitische Arbeit, also zu versuchen, dass halt die freie Theaterszene in Thüringen einen Fuß auf den Boden kriegt und arbeiten kann. Wie viele Mitglieder gehören ungefähr zu diesem Netzwerk in Thüringen? Also aktuell haben wir als Mitgliedsbühnen, also größere Einrichtungen, etwa 42 und insgesamt repräsentieren wir etwa so 2000 ehrenamtliche Theaterschaffende und dazu nochmal ungefähr 200, 250 professionelle Theaterschaffende. Das ist so die Größenordnung unserer Vertretung. Nun hast du schon gesagt, große Festivals gehören auch mit zu dem, was ihr macht. Jetzt haben wir in Gotha seit langem mal wieder ein Theaterfestival, gleich ein Avant-Art-Festival. Klingt ja sehr nach Avantgarde. Worum geht es hier dabei? Na, so ein bisschen geht es auch darum, also wir versuchen so das Beste, was eine Preisjury für, sag ich mal, preiswürdig befunden hat, in ein Festival zu bündeln. Das Prinzip ist relativ einfach. Wir schreiben den Thüringer Theaterpreis aus, alle 2 Jahre. Die Gruppen können sich mit Inszenierungen bewerben und eine Fachjury wählt dann sozusagen die Stücke aus, die auf dem Festival gezeigt werden und die damit dann die Chance auch haben, den Fachpreis der Jury bzw. den Publikumspreis zu gewinnen, der dann auf diesem Festival vergeben wird. Ihr wisst, auf unseren deutschen Bühnen probiert ein jeder, was er mag. Das lässt Dichter Fürst Goethe seinen Theaterdirektor im wunderlich wunderbar aktuellen Faust sagen. Ganz diesem Geist verbunden war das Avant-Art-Festival in Gotha. Die Gastgeber vom Art der Stadt zeigten sich doppelt taff. Organisatorisch lief alles bestens, die Krönung aber sind gleich 2 Preise. Für das Stück Antrag abgelehnt, die Würde des Menschen ist unfassbar, vergab nicht nur die Jury den 1. Preis. Es begeisterte auch die Zuschauer derart, die deshalb den Gothern auch den Publikumspreis zuerkannten. Doch Gotha 2018 war zudem großartig, weil die Beiträge vom Greizer Theaterherbst, dem Studio 44 Nordhausen, dem Tanztheater Erfurt und dem Stellwerk Weimar die inspirierende Bandbreite der freien Theaterszene Thüringens zeigten. Es macht mir Hoffnung. Jetzt stehe ich schon nach dem Schönen und sage, es macht mir Hoffnung. Es macht mir Hoffnung. Ja. Es macht mir Hoffnung. Ja. Nee, Leute, das macht gar nichts. Nee, irgendwie ist gerade noch nicht der Moment. Antrag auf Verlesung des Grundgesetzes. Abgelehnt. Antrag auf Populismus. Angenommen. Abgelehnt. Wir brauchen irgendwas anderes. Nee, ich habe auch eine Idee. Auch Antrag auf Film ab. Angenommen.